So, dann willkommen zurück zu Lara Crofts Abenteuer im Dunkeln, beziehungsweise eigentlich im Kalten. Wir sind dann beschäftigt, wie. Ah ja. Hier brauche ich den Breitblatt-Kletterpfeil. Oh, das ist ja nicht zu schauen, ne? Wir sind mal wieder beim Zeuglager. Wir haben leider kein Geld für den Schalldämpfer, was ich eigentlich sammeln wollte. Aber stattdessen habe ich, mein Geld. Willkommen zurück. Wenn du noch mehr Gold hast, ich habe Ausrüstung für dich. Ich glaube, sie sind uns noch nicht auf der Spur, aber sei diskret, ja? Wir haben doch einen Schalldämpfer neu gekriegt. Was Geschmack? Hä? Achso. Waffenaufsätze. Waffenaufsätze sind schussspezifische Ausrüstungsgegenstände, Waffen angebracht werden, die ihr Verhalten, ihre Fähigkeiten verändern. Alle Schusswaffen desselben Typs bekommen einen Aufsatz, sobald sie diesen besitzen. Das hat doch gereicht. Achso, der Schalldämpfer ist einfach drauf, dauerhaft. Oder? Kann ich nicht abschrauben? Nö, kann ich mehr runter. Na gut. Also ist der Schalldämpfer ohne Nachteil. Hä, wo habe ich denn jetzt die ganzen Taler her? Ich hatte doch gerade noch so. Ich hatte doch gerade irgendwie 8 oder. Und hab mich nur übel geärgert, dass das die Kohle nicht reicht. Das sieht richtig doll nach Gulag aus, ne? Ja, das ist wahrscheinlich die Kirche von Gulag, aber. Oh. Die Berichte bleiben aus. Trinity macht sich langsam Sorgen. Wir hatten Probleme mit den Einheimischen. Unser Funksystem war defekt, aber. Jetzt ist alles unter Kontrolle. Wenn die Situation unhaltbar wird, werden wir einschreiten. Wird sie nicht. Ich bin aus einem Grund hier. Ich wurde auserwählt. Ich werde Erfolg haben. Sorgen Sie dafür. Hey! Bin ich Zufall, dass ich da zu zweit um die Ecke kam. Ist dir gut? Oh, Gott sei Dank. Anna, was machst du hier? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Was ist hier los, Lara? Ich habe Angst. Es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass sie dich damit reinziehen. Das ist alles meine Schuld. Wer sind die? Was wollen die denn? Dasselbe, was mein Vater finden wollte. Oh nein, Lara. Ich hab doch gesagt, du sollst es lassen. Was auch immer sie wollen, gib's ihnen einfach. So einfach ist das nicht. Halte durch. Ich hol uns hier raus. Irgendwie. Fass sie nicht an! Bitte nicht! Reden Sie! Nein! Nein, du verdammtes Schwein! Wo ist die göttliche Quelle? Bitte! Aufhören! Ich weiß nicht, wo sie ist! Aufhören. Sie hat keine Ahnung. Tü-tü. Du konntest es nicht lassen, oder? Ich wusste, dass du diesen Ort finden würdest. Was hast du erwartet? Es muss nicht so enden, weißt du? Wir suchen beide dasselbe. Wir könnten jemanden wie dich brauchen. Du suchst einen Sinn für dein Leben? Wir können ihn dir bieten. Das soll wohl ein Witz sein. Ich habe gesehen, wie Trinity vorgeht. Ist das ein Nein? Ein keine verdammte Chance! Sag's mir, Anna.
Hat Trinity dich rekrutiert, bevor oder nachdem du mit meinem Vater gevögelt hast? Ich liebte Richard. Aber er war geblendet vom Idealismus. Es hat ihn zerstört. Was würdest du mit dem Artefakt tun? Es der Welt vorführen? Den Namen deines Vaters reinwaschen? Du bist noch so naiv. Ein verängstigtes Mädchen, das verzweifelt, wie sein Daddy sein will. Wir sind hier fertig. Nein, noch nicht. Du und ich, stellen wir uns doch beide auf dieselbe Seite der Geschichte. Denk drüber nach, Lara. Einfach nicht anders. Ich dachte, ich wäre allein. Dachte ich auch, aber hier sind wir. Also, wie soll ich meine neue Bekannte nennen? Gar nicht. Ich bleibe nicht hier. Konstantin ist nicht sehr geduldig. Ich auch nicht. Das sehe ich. Netter Trick. Können Sie uns hier rausholen? Es gibt kein Uns. Ich weiß nicht mal, wer Sie sind oder wieso Sie hier sind. Tut mir leid. Im Moment bin ich nicht sehr vertrauensselig. Ohne mich kommen Sie nicht weit. Sie wissen gar nicht, wie weit ich schon gekommen bin. Was wissen Sie über die? Eine Sekte. Alt und geheimnisvoll. Sie sind überzeugt, sie erfüllen den Willen Gottes. Wie ich das sehe, sind die alles andere als heilig. Fand das übrigens auch verdächtig, dass sie jetzt auf einmal in diesem Raum sitzt, ne? Weil erstmal sahen ihre Klamotten total sauber aus und dann hatte sie vor allem, das sah halt irgendwie so taktikcool aus. Das Outfit, das sah halt dieses... Das sah halt einfach irgendwie nicht so aus, als wären die da irgendwie gerade verschleppt worden, ne? Wir suchen dasselbe wie sie. Etwas, was wir ihnen nicht geben können. Können oder wollen. Macht das einen Unterschied? Ja, bei einem hat man die Wahl. Schlau. Hä? Ja, auf jeden Fall sieht diese Wand verdammt verdächtig aus. Da kommt ein Luftzug durch. Vielleicht kann ich durchbrechen. Vielleicht mit dem Heizungsrohr? Oh, wer hätte das gedacht? Was genau haben Sie damit vor? Ich sage Bescheid, sobald ich's weiß. Vorsichtig. Und die Heizungsrolliband auf. Das haben Sie vermutlich gehört. Noch ein Grund mehr, hier rauszukommen. Das habe ich gerade meinen Schalldämpfer gekauft und jetzt ist sowas hier. Das ist ein Elend. Oh, wie praktisch unser Ausschuss und liegt direkt hier. Oh ne, Seilpfeile. Gibt's einen Weg raus? Nein, aber ich habe vielleicht was Nützliches gefunden. Neue Waffe, der Recurve-Bogen. Yay. Und neue außenseitige Seile. Was haben wir was hier? Vor allem, wenn die eine Wand so brüchig ist, dann müssten noch die anderen Wände ja eigentlich auch so ein bisschen kaputtbar sein, oder? Vorsicht. Und keine Aufmerksamkeit erregen. Ich habe keine Pfeile. Nee. Nutzen Sie einfach, um Feinde oder Versailles entwickelte Objekte heranzuziehen. Was ist denn hier sein? Achso, ja, als ob. Ich habe leider keine Pfeile. Wie sind Sie hier gelandet? Als Konstantin mit seinen Männern kam,
wollten wir sie bekämpfen. Ich hatte keine Ahnung, mit wem wir es zu tun haben. Wir? Mein Volk. Wir leben in dem Tal, gleich hinter dem Bergpass. Ich habe trotzdem keine Pfeile. Nicht ein. Hauptsache liegt ein Bogen ohne Pfeile. Oder habe ich die Pfeile gerade einfach übersehen? Ja, liebes Spiel, das ist mir... Könntest du bitte aufhören, mir diese Scheiße anzuzeigen? Das ist mir egal. Solange ich keine Pfeile habe, kann ich eh nichts machen. Oh. Das macht mich aggressiv, dass da unten dieser riesengroße Hinweis steht, ne? Den man halt... Ja, das ist mir bewusst, dass es da ist, aber ich habe trotzdem keine Pfeile. Alter. Spiel, gib mir Pfeile. Och, Alter. Das ist richtig dumm. Das da unten... Ein Drittel meines Bildschirms ist besetzt von einem scheiß Hinweisfenster, von etwas, was ich schon lange realisiert habe. Ich habe keine Pfeile. Hier liegen auch keine rum. Hä? Wo soll ich denn jetzt Pfeile herstellen? Ich kann keine Pfeile herstellen. Das macht mich gerade richtig fertig, ne? Was möchte das Spiel von mir? Es fällt mir auch schwer, mich umzugucken, weil leider mein kompletter Bildschirm voll mit diesen Dings hier ist. Jagdinstinkt? Was? Oh, das regt mich auf. Liegt hier irgendwo ein Pfeil hinter dem Gitter? Hallo? Oh, hallo! Hör doch mal auf hier! Oh, das macht halt die Kamera automatisch auf den Dings drauf. Das ist halt total... Hä? Hier ist kein Pfeil. Nein! Hör doch mal auf mit der Scheiße! Das bringt mir nichts. Ich kann das nicht machen, solange ich keinen Pfeil abspiele. Lass mich in Ruhe! Weißt du, ich will mich mit Q umsehen, um Sachen besser zu sehen. Und es tiltet die scheiß Kamera darüber. Hier ist trotzdem kein Pfeil. Hey, dieser Hinweis, ne? Ist es verbuggt? Hätte ich einen Pfeil kriegen sollen? Ich habe halt einfach keinen. Ich kann halt keine Seilpfeile ohne Pfeile schicken. Obwohl das... Im Vorgänger war es so, dass die Seilpfeile halt kein Dings gebraucht haben. Gut, ich lade jetzt einfach mal, wa? Speicher von Null an. Vielleicht habe ich denn ja einen Pfeil. Das ist schon leicht dumm, ne? Trotzdem kein Pfeil. Aber hey, der dumme Hinweis ist weg. Oder soll er mir einen Pfeil geben? Er hat was in der Hand, oder? Nee. Nee. Das ist wie die Kamera da ranzoomt, das ist... Hä? Okay, gut. Wir tappen mal raus und googeln das, weil das ist mir jetzt gerade echt zu doof, ne? Rise of... Oh, ich schreibe Caps Lock. Rise of Tomb Raider. Rope Arrow Prison. Jo. Aber... Ah ja, hier. Stuttgart Prison Escape. Sowjet. This? It didn't happen to me because I had arrows. Looks like you had none. Anyway, just swap around and you will have one? Hä? Schauen Sie sich um. Irgendwas Nützliches muss da sein. Was? Das ging gerade noch nicht. Das habe ich. Da raus? Das habe ich gerade versucht. Das ging nicht. Was zur Hölle? Halt! Befreien Sie mich. Ich kann helfen. Ich traue Ihnen nicht. Aber wir sind keine Feinde. Ich erkenne das. Und Sie vermutlich auch. Ich arbeite lieber allein. Ich kenne mich hier aus. Ich kenne das Land. Ich lerne schnell. Daran zweifle ich nicht. Vielleicht kann ich Ihnen etwas Wertvolleres anbieten. Ich weiß, was Sie alle suchen.
heiße Jacob. Lara, nehmen Sie das, falls wir getrennt werden. Da hinten ist ein gelbes Telefon. Aber ich bin nicht die einzige Person mit diesem Problem. Wir müssen weg hier. Die Wachen kommen jeden Moment auf ihrer Runde vorbei. Kennen Sie den Weg hier raus? Ja, ich hatte genug Zeit, diesen Ort zu studieren. Wieso denn, wenn man in seiner Zelle sitzt? Unsere Invasion des Tals hat vor nicht einmal 24 Stunden begonnen. Ich hatte Widerstand erwartet und wurde nicht enttäuscht. Die Einwohner des Tals glauben, sie besiegen uns. Aber je härter sie kämpfen, desto entschlossener werde ich. Wenn sie nicht etwas beschützen würden, würden sie sich nicht so quälen. Sie würden Folter nicht so entschlossen ertragen. Sie sind Gläubige. Ich respektiere das. Aber sie stehen auf der falschen Seite. Es dauert nicht mehr lange. Eine neue, bessere Welt ist nah. Hatten die Russen nicht mal ein rotes Telefon? Naja, das rote Telefon ist ja das, was die Präsidenten verbunden hat. Also halt den Premier und den russischen Präsidenten. Also ich muss jetzt Leute tatsächlich umhauen mit dem Sneak Attack-Schalk, weil ich keine Munition habe. Aber hey, mein Schalldämpfer ist wieder da. Juhu. Wie lange waren Sie in der Zelle? Lange genug, um zu wissen, dass Konstantin nicht aufgibt, bis er findet, was er sucht. Die göttliche Quelle. Ist sie hier? Vertrauen muss gegenseitig sein. Das ist das für eine Antwort. Aber seine Klamotten sehen jetzt nicht so aus. Eine Geschichtsstunde. Dieser Ort hat seine eigenen Namen. Es war ein Arbeitslager. Aber die Klamotten, die er anhat, sehen jetzt nicht so aus, als wäre er jetzt hier komplett irgendwie in der Wildnis aufgewachsen, ne? Das hat das gleiche Ding aber bei den anderen auch schon. Ach guck mal, ich habe meine normalen Äxte wieder. Hey, Thai Comfort Bogen. Da habt ihr irgendjemand macht Bilder von dem Arbeitslager. Ich brauche mal noch Munition. Warum haben wir nicht keine Muni gefunden? Die haben die Ausrüstung hingeworfen, ohne die Munition daneben? Das ist ja ein Ding. Ich habe endlich meinen Betrug aufgedeckt. Lara kennt die Wahrheit. Jetzt ergreifen mich seltsame Gefühle. Reue, sicherlich. Reue für den Teil von mir, der in dieser Folterkammer geblieben ist. Aber da ist noch etwas anderes. Ich weiß, Konstantin glaubt, dass meine Zeit bei den Crofts mich weich gemacht hat. Aber er irrt sich. Es ist keine Weichheit. Es fühlt sich eher wie neue Entschlossenheit an. Lord Croft war ein intelligenter Mann. Ich weiß, dass seine Tochter Geheimnisse hütet. Als Verbündete wäre sie unbezahlbar. Als Feindin wird sie ein großes Problem. Ich muss dafür sorgen, dass Konstantins Arroganz ihn nicht übermannt, wenn wir sie stellen. Ein Teil von Annas persönlichen Tagebuch. Sie hat meine Familie jahrelang manipuliert. Zu so lange Zeiten. Ich habe ihr vertraut. Das ist doch gut, das hat sich jetzt immerhin erledigt. Die Sowjets haben Gefangene hergeschickt, als Minenarbeiter. Selbst das war nicht genug. Sie nahmen unsere Leute gefangen, entführten Kinder und machten sie zu Sklaven. Gott, das muss schrecklich gewesen sein. Wer diese Zeiten überlebt hat, hat viel zu erzählen. Oh. Das sieht nicht nach Bergbau aus. Eher wie eine Ausgrabung. Das ist möglich. Sie haben überall gegraben, wo sie Reichtümer vermuteten. Die sind uralt. Was haben sie gefunden? Das müssen Sie die fragen. Wir müssen weg. Hier ist es nicht sicher. Ja. Oh. Kein Dollar-Dia-Projekt, nur zwei Sachen drin. Na gut, auf zur nächsten Tür. Und ich muss die Tür öffnen, das sieht so richtig doll nach Hinterhalt aus, ne? Nun gut.